Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen uns also befassen mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Wie wollen wir das tun? Wie wollen wir vorgehen? Wir verorten unser jetziges politisches System in der Geschichte der deutschen Regierungssysteme, denn vieles, was unser Regierungssystem prägt, kommt aus der Vergangenheit und ist nur von dieser Prägung her zu verstehen. Anschließend ist es wichtig, dass wir uns die Spielregeln vor Augen führen, nach denen in Deutschland Politik gemacht wird. Denn stellen Sie sich jemanden vor, der ein Baseballspiel ansieht und die Regeln nicht kennt. Für den ist das nicht sonderlich spannend, für den ist das eher irritierend. Man muss die Regeln kennen, nach denen die Akteure auf dem Platz sich verhalten. Und das ist die Aufgabe des zweiten Schrittes. Im dritten Schritt schauen wir uns konkret unser System an, indem wir einen Spaziergang durch das System machen. Wir schauen insgesamt auf die Gliederung des Systems, auf das Verhältnis zwischen Ländern und Bund. Dann kommt es auf die zentralen Bundesinstitutionen an. Und zwar so, wie sie in der Praxis tatsächlich funktionieren. Wir blicken auch noch auf die Kommunen. Und das, was man nennt, das intermediäre System, Interessengruppen, Parteien, Medien, das behandeln wir bei der konkreten Funktionsweise der Bundesinstitutionen mit, weil erfahrungsgemäß ohnehin die Zeit am Ende des Semesters nicht reicht, um noch einmal gesondert das Parteiensystem, das Verbändesystem, das Mediensystem uns vorzunehmen. Und es gibt noch eine Reihe sonstiger Themen, die wichtig zu wissen sind, die Sie in der Literatur behandelt finden und auch auf etlichen Folien setzen, die Sie allesamt herunterladen können. Das ist also das, was wir uns für dieses Semester vornehmen. Und dann fangen wir am besten an mit der Gegenwart. Wir wollen jetzt unser politisches System verorten in der Geschichte, aus der heraus es geworden ist. Im Großen und Ganzen, dann wollen wir uns die Gründung der Bundesrepublik Deutschland ansehen, denn aus dieser Gründungssituation heraus erklärt sich vieles an der Beschaffenheit unseres politischen Systems. Wir haben dann zu blicken auf die besonderen Eigentümlichkeiten unseres Staates, der eben etwas anderes sein wollte als sein Vorgängerstaat und seine Vorgängerdemokratie, die ja allesamt nicht so wirklich gut funktioniert haben. Wo stehen wir also? Seit 1949 gibt es unser Staatswesen, die Bundesrepublik Deutschland. Das weiß wohl ein jeder. Parallel dazu bestand gut 40 Jahre lang die Deutsche Demokratische Republik aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern muss. Was war davor? Ja, davor herrschten in Deutschland die Besatzungsmächte, USA, Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion. Und in ihren jeweiligen Besatzungszonen errichteten die Besatzungsmächte die Länder neu, indem Landtagswahlen durchgeführt wurden, nachdem man Verfassungen für die Länder gemacht hatte. Aus den Landtagswahlen gingen Landesregierungen hervor und die Länderregierungen ihrerseits, die trieben dann in einer noch zu erörternden Weise den Gründungsprozess der Bundesrepublik Deutschland voran. Was war davor? Warum musste Deutschland besetzt werden? Ja, ohne Krieg gegen Deutschland, in Antwort auf den Krieg, den das Deutsche Reich begonnen hatte, wäre der Nationalsozialismus nicht zu beseitigen gewesen. Deutschland wurde erobert, um es vom Nationalsozialismus und die Welt von einem nationalsozialistischen Deutschland zu befreien. 1933 bis 1945, also das sogenannte Dritte Reich, warum es so heißt, wird sich gleich erschließen. Was war davor? Davor gab es die erste deutsche Demokratie, die sogenannte Weimarer Republik, benannt nach jenem Ort in Deutschland, an dem die verfassunggebende Nationalversammlung tagte. Damals nicht in Berlin, denn es ging die Weimarer Republik aus einer leider vergessenen Revolution hervor, der Revolution von 1918-19, in deren Verlauf die deutschen Monarchien gestürzt wurden, die jahrhundertelang bestanden hatten. Und in dieser revolutionären Situation war Berlin einfach zu unsicher, als dass dort in Ruhe eine verfassunggebende Nationalversammlung hätte tagen können. Deswegen ging man ins eher beschauliche Weimar. Was war vor der Revolution? Ja, vor der Revolution gibt es das Deutsche Kaiserreich. 1871 im Spiegelsaal von Versailles proklamiert, was natürlich bei den Franzosen sehr stark zur deutsch-französischen Freundschaft beigetragen hat. Dieses Kaiserreich geht dann in der Revolution von 1918 unter, beginnend mit einem Aufstand von Matrosen, die man in letzter Minute sozusagen noch in den Krieg schicken wollte und die das nicht mochten, bedingt auch dadurch, dass der Kaiser abdankte, weil klar war, er hat keine innenpolitische Unterstützung mehr und quer durch das ganze Reich bilden sich Aufstände, bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte,
die faktisch die Macht so lange ausüben, bis neue politische Strukturen entstanden waren. Was war vor dem Kaiserreich? Ja, der Vorfahr des Kaiserreiches ist der sogenannte Norddeutsche Bund. Der Norddeutsche Bund entsteht dadurch, dass in dem letzten innerdeutschen Krieg der große Staat Preußen sozusagen seinen deutschen Beruf erfüllend, also die Reichseinigung vorantreibend, Österreich aus dem Deutschen Reichsverband vertrieb, sodass Österreich auf die weitere Entwicklung der deutschen Verhältnisse keinen Einfluss mehr nehmen konnte. In diesem Krieg annektierte Preußen jede Menge sonstiger Staaten, etwa das Königreich Hannover und die freie Stadt Frankfurt, lange Zeit die Krönungsstätte der deutschen Kaiser, gab sich eine Verfassung, und diese Verfassung des Norddeutschen Bundes wurde später auch die Verfassung des Deutschen Kaiserreiches. Was war vor dem Norddeutschen Bund, also dem Beginn der Einigung Deutschlands unter preußischer Führung? Parallel dazu, das sei nachgetragen, besteht bis 1918 das Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn, das ebenso in der Revolution nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zugrunde geht. Und bis 1871, bis Preußen im letzten innerdeutschen Krieg seine Dominanz auf Dauer stellt, zumindest bis 1945, gibt es auch noch die deutschen Mittelstaaten, Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden, die das sogenannte dritte Deutschland bildeten. Davor aber war Deutschland ohne eine nennenswert starke zentralstaatliche Regierung. Es war eine Föderation unabhängiger Staaten, unabhängiger Republiken, unabhängiger Königreiche, genannt der Deutsche Bund, dessen Hauptstadt Frankfurt war, lange Zeit, wie gesagt, die Krönungsstätte der deutschen Kaiser. Und die Präsidialmacht in diesem Deutschen Bund hatte einen Staat, den viele nicht mehr in die Reihe der deutschen Geschichte hineindenken, nämlich Österreich. Österreich war jene Macht, die dem Deutschen Bund vorstand, was den Preußen nicht gefiel. Und weil Preußen eben sich berufen sah, Deutschland zu einigen und Österreich die Probleme eines Vielvölkerstaates in sich hatte, was sich mit dem angestrebten Zweck, einen Nationalstaat zu bilden, nicht so recht vertrug, deswegen musste Österreich aus preußischer Sicht verdrängt werden. Was war vor der Begründung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Kongress von 1815, der die Zeit der napoleonischen Kriege beendet? Ja, davor und eingebettet in diese Zeit des Norddeutschen Bundes, das sei nachgetragen, ist die Revolution von 1848-49, die erste Revolution mit den Farben Schwarz-Rot-Gold. Und vieles von unseren Verfassungsdenkern kommt aus dieser Revolution, die, weil die Revolutionäre etwas saumselig waren und das Eisen nicht schmiedeten, solange es heiß war, die dann unterm Strich gescheitert ist. Was war davor? Davor gibt es überhaupt keine deutsche gemeinsame Staatlichkeit, nicht einmal die Lose eines Staatenbundes. Deutschland steht unter Herrschaft von Napoleon. Wie kam das? Naja, nach der Französischen Revolution versuchten die absolutistischen Mächte unter Leitung von Königen und Kaisern, die Revolution zu ersticken. Und das misslang. Und die Franzosen, die sich wehrten, wandelten ihr Militärsystem von einer Armee von Leuten, die man zwangsweise rekrutierte, zu einer freiwilligen Armee, die dann für Frankreich und für die Revolution kämpften und jede Menge von Energie entfalteten, die außerdem noch unter einem sehr tüchtigen Feldherrn, eben mit Namen Napoleon, stand, sodass die Franzosen ganz Europa, fast ganz Europa, zu überrennen vermochten, ja, bis nach Moskau kriegerisch gelangten. In dieser Expansionsphase zerbricht das alte deutsche Kaiserreich. Die Stände des Reiches mit ihrer ständigen Deputation, einem ständigen Ausschuss auf dem immerwährenden Reichstag in Regensburg, beschließen, dass die kirchlichen Besitztümer künftig an weltliche Staaten fallen. Der Hintergrund war der, dass Napoleon die linksrheinischen Gebiete des Reiches annektieren wollte. Und damit er die Zustimmung der Fürsten dafür bekommt, musste er sie entschädigen. Wie entschädigt man Fürsten? Ja, indem man ihnen sagt, ihr bekommt neues Territorium. Wo gab es neues Territorium? Ja, auf dem Reichsgebiet, nämlich überall dort, wo nicht Fürsten, sondern Fürstbischöfe oder Fürstäbte oder freie Reichsstädte Macht ausübten. Das wurde beschlossen, dass das künftig den Fürsten zu übereignen sei. Das freute die. Sie machten dann auch einen Sonderbund, den sogenannten Rheinbund. Und daraufhin legte der deutsche Kaiser
die Kaiserkrone nieder, nicht ohne zuvor den Titel eines Kaisers von Österreich angenommen zu haben, sodass er wenigstens Kaiser bleiben konnte. Und in einem wenig spektakulären Akt geht das Deutsche Kaiserreich dann 1806 zugrunde. Was war davor? Ja, davor besteht es. Der markante Einschnitt ist 1648, das Jahr, in dem der 30-jährige Krieg mit dem Frieden von Münster und Osnabrück endet. Und jenes Jahr, in dem die Verfassung des entstehenden Reiches in internationalen Verträgen garantiert wird. Wann immer Sie in der Gegenwart sehen, dass Bürgerkriege von auswärtigen Mächten mitentschieden werden und in einem Friedensvertrag, der einen Bürgerkrieg beendet, auswärtige Mächte, derzeit Russland, die USA, demnächst China, Verantwortung für die Stabilität des nach dem Bürgerkrieg entstandenen Zustandes übernehmen, ist das nichts Neues. Es ist etwas, was in der Geschichte schon mehrfach vorkam und in der Geschichte unseres Landes mit besonders großer Bedeutung. Denn, noch einmal, die Friedensverträge von Münster und Osnabrück, die etwa dazu führten, dass der König von Schweden Stand des Deutschen Reiches war, diese Friedensverträge waren faktisch die Verfassung des Deutschen Reiches. Was war vor 1648? Ja, der 30-jährige Krieg. Der war freilich eingebettet in eine viel längere Geschichte. Seit 962 besteht das Heilige Römische Reich, das damals noch nicht deutsche Nation hieß, das kam ab 1648 dazu, jenes Reich, das sich in die Tradition des Weströmischen Reiches stellte, welches Otto der Große, zum deutschen König gewählt, dann nach Rom gezogen, wie so viele seiner Nachfolger, dadurch erneuerte, dass ihn der Papst zum Kaiser des Weströmischen Reiches krönte. Dieses Reich besteht im Grunde bis 1803 als ein Verbund von ziemlich voneinander unabhängigen Staaten ab 1648, nachdem Reformen, die man zuvor unternommen hatte, um 1500 herum gescheitert waren. Nicht zuletzt deswegen, weil das die Zeit der Reformation ist, in der die katholischen und die evangelischen Fürsten Glaubensfragen mit machtpolitischen Fragen auf das Engste verbanden. Was war davor? Ja, davor gibt es auch schon Deutschland. Seit 911 kann man Deutschland rechnen. Da gibt es den ersten deutschen König, Konrad I. von Frankern, ein deutsches Königreich, dessen König dann eben die Kaiserkrone des Weströmischen Reiches annimmt. Was war davor? Davor ist unser Deutschland Teil des gemeinsamen Frankenreiches. Deutschland ist effektiv das Ostfrankenreich, reicht allerdings damals nur maximal bis zur Elbe. Und das heutige Frankreich ist das Westfrankenreich. Dieses Reich lebt sich auseinander aus sprachlichen Gründen und aus dem Erbteilungsverhalten, das damals üblich war. Seine Ausgangsbasis, zeremonieller und symbolischer Art, liegt im Jahr 800, als der fränkische König Karl, der in der Geschichte der Große genannt wird, in Rom eben das Weströmische Reich erneuert, indem er sich dort zu Weihnachten zum Kaiser krönen lässt und damit jene Tradition beginnt, die gut 1000 Jahre lang bis zur Auflösung des Deutschen Reiches sich fortsetzt. Was war davor? Ja, davor besteht das Frankenreich. Die Franken sind jener germanische Stamm, der am wenigsten weit wandert. Die Franken stammen ursprünglich in etwa aus dem Rheingebiet und vom Rheingebiet wandern sie über den Rhein durch das heutige Nordfrankreich hindurch. Anders als die Vandalen, die ja über Frankreich und Spanien nach Nordafrika und von dort wieder nach Rom zum Zweck des Eroberns gewandert sind. Die Franken haben ihre Mächte nicht überspannt und darum waren sie der erfolgreichste germanische Stamm bei den Reichsgründungen am Ausgang der Antike. Dieses Frankenreich bestand aus verschiedenen Teilen. Neustrien ist das Westfrankenreich, das heutige Frankreich, und Austrien, ab und zu auch Austrasien genannt, ist das Ostfrankenreich, das spätere Deutschland. Und wann immer man heute die deutsch-französische Freundschaft als Kernelement eines vernünftig funktionierenden Europas beschwört, hier sind die historischen Anfänge all dessen. Was war vor dem Frankenreich, dessen Beginn mit der Taufe des fränkischen Herzogs Chlodwig in Reims immer angesetzt wird, was war davor?
Ja, davor gibt es verschiedene germanische Königreiche, die im Zug der Völkerwanderung entstanden sind. Manche bestanden länger, wie das Westgotenreich in Südfrankreich und in Spanien, manche bestanden kürzer. Was war hier davor? Ja, vom 1. bis zum 4. Jahrhundert sind Teile des heutigen Süddeutschland, Teile des heutigen Westdeutschland, Teile des Römischen Reiches. Und die Spuren sieht man bis heute. Wenn jemand erzählt, er hätte römische Spuren bei Meißen entdeckt, hat er sich wahrscheinlich getäuscht. So weit kamen die Römer nicht. Aber über den Rhein ostwärts versuchte man durchaus die Eroberung zu treiben. Es scheiterte lediglich an der Überspannung römischer Kräfte. Sie haben also eines Teils in der deutschen Geschichte das Römische Reich. Karl der Große, Otto der Große reichen bis 1803. Sie haben dann das Zweite Reich, das Kaiserreich unter preußischer Führung. Tja, und dann haben wir jenes Dritte Reich, das es besser nicht gegeben hätte. Und damit erklärt sich auch der Name des Dritten Reiches. Und man möchte dann das Kaiserreich als das Zweite und das Heilige Römische Reich Deutsche Nation als das Dritte auch noch im Kopf haben. Warum, bitteschön, soll das überhaupt wichtig sein? Erstens glaube ich, dass Bildung überhaupt etwas Wichtiges ist. Und Bildung ist das, was man nicht dringend zum Leben braucht, sondern was einfach Spaß macht. Aber für das Verständnis des deutschen politischen Systems ist das schon auch wichtig, weil nämlich ein großer Teil des deutschen Rechtssystems aus dem Römischen Reich kommt. Es ist jenes römische Recht, das dort hochgradig systematisiert wurde und welches mit der Entstehung des modernen Territorialstaates in den Religionskriegen und danach rezipiert wurde und bis heute Grundlage des deutschen Rechtssystems ist. Zum anderen ist es so, dass die Grundzüge deutscher Staatlichkeit genau aus der Anfangszeit Deutschlands stammen. Das Ostfrankenreich war kein geschlossenes Gebiet. Das ging ja über in andere germanische Stammesgebiete. Im heutigen Niedersachsen saßen die Sachsen. Im heutigen Thüringen saßen sozusagen die Thüringer. Die Bajuwaren gehörten auch nicht zum Reich. Und das spätere Ostreich, Österreich heute mit Namen, gehörte auch nicht dazu. Die ostfränkischen Könige haben erst die einzelnen Stammesherzogtümer erobert und unter fränkische Oberherrschaft gebracht, die freilich eine lose war. Und zwar war der erste deutsche König, Konrad I., ein Franke, aber schon in seiner Regierungszeit merkte man, dass die Ostfranken nicht mächtig genug sind, um diesen Staatsverband oder diesen Völkerschaftsverband zusammenzuhalten, weswegen man den Nachfolger von Konrad I. aus dem Stamm der Sachsen wählte. Und so beginnt mit Heinrich I. die Zeit der Sachsenkaiser, der dann in den Ottonen aufgipfelt. Bis heute stellt sich ein jeder, der sich Deutschland vorstellt, nicht als einen Einheitsstaat vor wie Frankreich, sondern als einen Staat, der aus Staaten besteht. Drei davon nennen sich sogar Freistaat, was freilich andere Gründe hat. Freistaat ist nur die deutsche Übersetzung von Republik und der Begriff stammt aus der Revolution von 1848, als man kurzfristig zumindest die Monarchien abzuschütteln hoffte. Aber natürlich ist Sachsen ein Staat, der darauf Wert legt, ein eigener Staat zu sein und Bayern erst recht und die Hansestädte erst recht. Was ich sagen will ist, zum deutschen Selbstverständnis gehört es, dass es nicht einen Einheitsstaat gibt, sondern regionale Vielfalt. Und in der Tat entsteht deutsche Staatlichkeit auf der Ebene der alten Stammesherzogtümer, setzt sich fort in den sogenannten neuen Stammesherzogtümern. Und auf dieser territorialen Ebene entsteht dann im 16. Jahrhundert der moderne Fürstenstaat. Jener moderne Fürstenstaat, dessen mächtigster Teil später Brandenburg-Preußen wurde, von wo aus die übrigen deutschen Staaten, sei es machtmäßig angezogen, sei es durch Eroberung angeschlossen, sei es aus Gründen der Staatsräson zu Verbündeten und zu dauerhaften Mitgliedern des Reichsverbandes von 1871 gemacht wurden. Und vieles von unseren heutigen Institutionen, etwa die zwei Kammern des Parlamentes, die Bundesinstitutionen wie Bundesrat und Bundestag, vieles davon stammt aus der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen, als im heutigen Deutschland, zu dem damals noch Österreich gehörte, das politische Leben neu organisiert wurde. Was wir als heutiges deutsches politisches System sehen, ist wirklich nur die Oberfläche
von tiefen Strukturen, ohne deren Kenntnis man die Oberfläche auch nicht versteht. Deswegen dieser Exkurs in die Abläufe der deutschen Geschichte. Gehen wir nun aus der Vogelflugperspektive auf unser politisches System und fassen zusammen, was die zentralen Prägefaktoren deutscher Staatlichkeit und deutschen staatlichen Selbstverständnisse sind. Das erste ist, dass Deutschland immer ein Reich gewesen ist. Ein Reich ist ein Gebiet, bei dem es weder klare Grenzen noch klar funktionierende Institutionen gibt. Ein Reich ist ein Gebiet, das so weit reicht, wie Macht und Einfluss reichen. Das Deutsche Reich umfasste alle Territorien, die auf den Kaiser zumindest zeitweise hörten. Eine Zeit lang gehörten die norditalienischen Städte dazu. Eine Zeit lang gehörten große Teile von Burgund dazu. Und heute gehört wesentlich weniger dazu. Es ist die Zeit, in der es noch keine moderne Staatlichkeit gibt. Moderne Staatlichkeit entsteht im Wesentlichen ab dem 16. Jahrhundert. In Deutschland entsteht sie in jenen Gliedstaaten, die aus den älteren Stammesherzogtümern hervorgegangen sind. Und niemals bis 1871 vereinigen sich diese Gliedstaaten zu einem zusammenhängenden, wirklich mit starker Zentralgewalt regierten Ganzen, wenn man die Sonderumstände der Stauferzeit außer Betracht lässt. Das hat zu tun mit dem, was die Historiker nennen, die ungeschickte Größe Deutschlands. Die Formel lautet, wenn alle Gebiete, die zu Deutschland im Lauf der Geschichte gehörten, sich zusammenfügten, dann entstand ein gigantischer Machtblock, größer als alle anderen Machtblöcke auf dem europäischen Kontinent, zumindest die funktionierenden Machtblöcke. Das ließ sich aber schwer zusammenhalten, weil die umliegenden Staaten, Frankreich, England, natürlich kein Interesse daran hatten, einen so riesigen Machtblock in der Mitte des Kontinents zu haben. Und es hatten auch die deutschen Gliedstaaten kein Interesse, groß wie sie waren, sich unter eine gemeinsame Oberherrschaft zu stellen. Und so kam es, dass im Lauf der gesamten deutschen Geschichte stets die Interessen unserer Nachbarn, insbesondere der mächtigeren unter ihnen, sich mit dem Gang der deutschen Innenpolitik sozusagen, des Zusammenwirkens der deutschen Staaten verbunden haben. Und eines der Ziele bestand in der Regel darin, einen großen Machtblock in der Mitte Europas nicht entstehen zu lassen. Nach dem 30-jährigen Krieg wurde dieses Ziel wunderbar erreicht. Die deutschen Staaten, mächtig wie sie waren, durften fast alles, sogar Krieg untereinander führen, von auswärtigen Mächten mitfinanziert. Das Einzige, was sie eigentlich nicht durften, war Krieg gegen den Kaiser zu führen. Aber als Friedrich II. Von Preußen Schlesien erobern wollte, verwies er einfach auf die staatsrechtlich richtige Tatsache, dass Maria Theresia nicht die Kaiserin war, sondern in seinen Augen bloß die Königin von Ungarn. Und folglich konnte er gegen die später sogenannte Kaiserin Maria Theresia völkerrechtlich korrekt Krieg führen und war auch erfolgreich. Was Sie aus all dem entnehmen, ist, dass die staatliche Ordnung Deutschlands immer ein europäisches Ordnungsproblem gewesen ist. Die staatliche Einigung Deutschlands durch Kriege, wie sie Napoleon, wie sie Bismarck vollzogen hat, im Krieg gegen Dänemark, davor im Krieg gegen Österreich und im Krieg gegen Frankreich, war nicht im Einverständnis mit Deutschlands Nachbarn. Darum braucht es ein kompliziertes Mächtesystem, um dieses Reich zu stabilisieren. Und im Grunde war die europäische Architektur gegründet auf die ständige Feindschaft mit Frankreich, dem man auch noch zwei freilich deutschsprachige Provinzen abgenommen hatte. Dusslicherweise, wie Bismarck nicht müde wurde zu betonen. Als sich vor keinen drei Jahrzehnten wieder einmal die Frage stellte, was aus dem aufgeteilten Deutschland werden sollte, war völlig klar, dass die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten ein Problem von europäischer Bedeutung ist und nur in Übereinstimmung mit Deutschlands Nachbarn so vollzogen werden kann, dass am Schluss eine stimmige und friedensschaffende europäische und deutsche Architektur steht. Und wenn Sie
die Geschichte ganz knapp auflaufen lassen, sehen Sie, dass ein mächtiges Deutschland in der europäischen Mitte immer eine Bedrohung des europäischen Gleichgewichtes war und das europäische Gleichgewicht in der Regel um den Preis einer Aufteilung Deutschlands in zwei und mehr Staaten gestiftet wurde. Und warum erzähle ich das so ausführlich? Ja, weil das geopolitische Problem zurückgekehrt ist. Das Vereinigte Deutschland ist der mächtigste Teil der Europäischen Union. Und wenn die Europäische Union auseinanderdriften sollte, kehren die gesamten Albträume Bismarcks für die deutsche Politik zurück. Wir reden nicht über Vergangenes, wir reden über ein Muster, das in der Vergangenheit wichtig gewesen ist für Deutschland in Europa und welches in der Zukunft wiederkehren kann. Der zweite wichtige Prägefaktor des deutschen Regierungssystems ist tatsächlich der Dreißigjährige Krieg. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, der sozusagen zwei Verwüstungswalzen durch Deutschland zog, der erste war von Böhmen nach dem Westen und der zweite war nach der schwedischen Invasion von Norden nach dem Süden und zurück. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war Deutschland ein verwüstetes Land, mindestens ein Drittel der Bevölkerung tot, der Rest verarmt, es gibt kein nennenswertes Bürgertum mehr, Ruinen überall, sodass in Deutschland, anders als in den italienischen Stadtstaaten, Staatlichkeit nicht auf der Basis von städtischen Patriziern oder wie in England eines finanztüchtigen und irgendwann zum Liberalismus neigenden Besitzbürgertums entstehen kann. Die Reformen, mit denen Deutschland sich wieder berappelte, die Ruinen aufbaute, die Bevölkerung wieder aufwachsen ließ, Wirtschaft und Kultur wieder im Gang brachte, sie waren nicht möglich ohne die aktive Rolle der Fürsten. Weil Deutschland ja so kleinteilig war aus den vorhin beschriebenen Gründen, Staatsbildung, Territorienbildung auf sozusagen provinzieller Ebene, war in der Regel der nächste Fürst nicht weit entfernt, weil es waren lauter kleine Fürstentümer. Folglich war es möglich, dass der Staat, der Fürst, sich um Handel und Wandel und Wiederaufbau kümmerte und andernteils war kein selbstbewusstes Bürgertum, das dem Staat, dem Fürsten sagen konnte, Freund, wir brauchen dich nicht, wir sind reich genug. In diesem Zusammenwirken von Fürsten, die übrigens von der Reformation mit der Vorstellung ausgestattet, die danach gerade beseelt waren, dass der Fürst der Vater seines Landes ist, die wirklich sich bemühten, Wohlfahrt zu befördern, in diesem Zusammenwirken eines nicht selbstbewussten Bürgertums und eines aktiven und auf gute Politik wertlegenden Staates entsteht das, was die deutsche Geschichte seither so stark geprägt hat, Untertanengeist und Staatsgläubigkeit. Gibt es ein Problem, dann wird der Staat das Problem lösen, vorausgesetzt die Richtigen regieren ihn. Und wenn der Staat die Probleme löst, dann bitte soll der Bürger dadurch mitmachen, dass er gehorcht und anständig seine Steuern bezahlt. Und das prägt deutsche politische Kultur bis heute. Bitte. Das Problem besteht darin, also die Frage war, wenn die Europäische Union als uns umgebender Handlungsrahmen zerbrechen und zerfallen sollte, also nicht mehr das Konfliktaustragungssystem der Europäischen Union zur Verfügung stünde, dann kehrten große Ordnungsprobleme zu Deutschland zurück. Das meint auf der Faktenebene Folgendes. Deutschland ist das Land mit den meisten Nachbarn, die sehr unterschiedliche Interessen haben. Das Interesse der Italiener ist ein anderes als das der Polen, ist ein anderes als das der Dänen, ist ein anderes als das der Belgier. Mit all diesen Nachbarn muss Deutschland irgendwie zurechtkommen. Wenn Deutschland seine Sichtweisen durchsetzen versucht, kann es leicht als arrogante, bevormundende Macht aufgefasst werden. Wenn Deutschland keine Ordnungsleistung erbringt, ja, dann fehlt Ordnung. Dann fragen die Litauer und die Ungarn,
Ja, was sollen wir machen? Mit wem tun wir uns zusammen? Und dann kann jener Cauchemar de Coalition, jener Albtraum von möglichen Koalitionen zurückkehren, den ein polnischer Außenminister einmal auf die Formel brachte. Das Grundprinzip europäischer Außenpolitik muss sein, dass Polen und Frankreich über den Kopf Deutschlands hinweg Tennis spielen. Und das stiftet Misstrauen. Und sobald es in der Außenpolitik Misstrauen gibt, sind die ganzen Ressourcen für ein gedeihliches, friedliches Zusammenleben gefährdet. Und in Zeiten, in denen wir ohnehin unter dem Druck von Globalisierung und Migration zu tun haben, um gesellschaftliche Stabilität zu sichern, fügt das unserem europäischen Stabilitätsverbund unermesslichen Schaden zu. Der nächste Effekt des 30-jährigen Krieges, der zur Folge hat ein schwaches Bürgertum und eine sehr starke Rolle des Staates, ist etwas, was wir in Deutschland bis heute loben. Der Staat kümmert sich um seine Bürger. Er will gut regieren. Gutes Regieren, gute Verwaltung heißt in der politischen Sprache des 16. Jahrhunderts gute Polizei. Das, was im Politikwissenschaftler-Slang heute Good Governance heißt, nannte man damals gute Polizei. Und die kleinen deutschen Staaten bemühten sich mit großem Erfolg darum. Und weil der Landesvater sich eben wirklich als verantwortlich für seine Untertanen empfand, fast von der Wiege bis zur Bahre, entsteht damals schon in Grundzügen das Denken, dass Bismarck dann lediglich durch seine Sozialreformen auf neuzeitliche neue Grundlagen stellen musste, nämlich Sozialstaatlichkeit. Dass die Deutschen gutes Regieren, gute Verwaltung und Sozialstaatlichkeit fast über alles schätzen, hat auch seine Ursprünge in den traumatischen Erfahrungen des 30-jährigen Krieges und in den befreienden, erleichternden Erfahrungen des Wiederaufbaus nach dem 30-jährigen Krieg. Die dritte Folge des 30-jährigen Krieges führt auch zu einer Eigentümlichkeit des deutschen Regierungssystems. Während der Religionskriege, die gemeinsam mit machtpolitischen Interessen Fürsten gegen den Kaiser die Triebkraft des 30-jährigen Krieges waren, begriff man, dass die einen die anderen nicht besiegen konnten. Und wenn man nicht auf Dauer miteinander im Krieg liegen wollte, musste man sich zusammenraufen. Es dauerte zwar 30 Jahre, bis die Lektion gelernt war, dann war sie aber gelernt. Und die Deutschen erfinden das, was im heutigen Politikwissenschaftler-Slang ein Konkordanzsystem heißt. Die evangelischen Reichsstände und die katholischen, die Kaiser- und Habsburg-Treuen und die anderen, sie müssen einen Weg des Miteinanders finden. Und das geschah in ausgeklügelten Verhandlungen, reichend bis zur Regel, wenn man sich nicht einigen kann, dann wird das, worüber man sich nicht einigen kann, eben ausgeklammert und aufgeschoben. Und wenn dennoch etwas entschieden werden muss, dann macht man die sogenannte Itio in Partes. Der katholische wie der evangelische Teil des Reiches treffen dann die Entscheidungen für sich, versuchen das aber möglichst Gemeinwohl- und Gesamtstaat verträglich zu machen. Dieses Denken in Konkordanzstrukturen, man soll den anderen nicht majorisieren, sondern sich zusammensetzen, alle Betroffenen an einen Tisch, so lange verhandeln, bis eine gemeinsam akzeptable Lösung gefunden ist, das sitzt sehr tief in der deutschen politischen Kultur. Abweichungen davon werden sehr häufig sogar für illegitim gehalten oder für Anzeichen der Arroganz der Macht, die nicht akzeptabel ist. Und die Erfindung dieses Konkordanzsystems und das Praktizieren dieses Systems während der ganzen Zeit des Alten Reiches bis 1803, das ist eine der wesentlichen politischen Erfindungen, die unser Land gemacht und über verschiedene politische Theoretiker in das politische Denken eingebracht hat. Verlässliche Institutionen der Friedenssicherung zu schaffen und sie geduldig zu betreiben, prägt bis heute den Grundsatz deutscher Außenpolitik. Deutschland hat auch nie Probleme, sich in übernationale Ordnungssysteme einzubringen und zu versuchen, die Interessen seiner Nachbarn ernst zu nehmen. Das Ganze geht tatsächlich zurück auf die Bewältigung
der Folgen des Dreißigjährigen Krieges mit dem preußischen Machtstaat, dem kleindeutschen Kaiserreich und dem Nazireich als den wesentlichen und freilich ganz furchtbaren Ausnahmen. Drittens ist das deutsche Regierungssystem dadurch geprägt, dass der Staat in den größten Teilen des Reiches sowohl nahe war, weil die Fürstentümer, die Staaten waren sehr, sehr klein, mit Ausnahme von Preußen, das immer, immer größer wurde, aber zugleich war der Staat nicht stark. In den kleinen Territorien konnte der Staat sich zwar den Untertanen gegenüber leicht durchsetzen, weil die hatten ja nicht viel an Waffen und an sonstigen Machtmitteln. Aber die Regierungen waren zu schwach, sich nach außen hin durchzusetzen. So entsteht eine merkwürdige Präpotenz von Politik. Den Schwachen gegenüber, den Bürgern, auftrumpfend, anderen Mächtigen gegenüber kuschend. Und auch das merkt man der deutschen Kultur bis heute an. Den Schwächeren gegenüber wird getreten, dem Mächtigen gegenüber wird gekuscht. Und innerhalb dieses kleinen, nach innen mächtigen, nach außen wenig mächtigen Staates entsteht ein provinzielles Grundverständnis von Staat und Staatsmacht. Hauptsache hier sind die Sachen in Ordnung. Wie es jenseits unserer Grenzen steht, ja, was können wir dafür? Das ist außerhalb unserer Gestaltungsmöglichkeiten. Die Folge eines solchen Denkens ist dann freilich, dass dann, wenn die den kleinen Staat übergreifenden Dinge zu behandeln sind, man schnell ins Grundsätzliche geht, ins Ideelle und ins Idealistische. Weil der reale politische Gestaltungsspielraum so klein ist und man zugleich merkt, dass außerhalb des eigenen kleinen Städtleins gewaltige Gestaltungsaufgaben warten, schwingt man sich auf, die Lösungsformel für alle Welträtsel zu finden. So wie es Heinrich Heine einmal süffisant formuliert hat, Russland beherrscht das Land, Britannien beherrscht das Meer, aber im Wolkenkuckucksheim der Ideen sind die Deutschen die unbestrittenen Großmeister. Und so entsteht ein politisches Denken mit ideologischem Überschuss, welches dann irgendwann am deutschen Wesen die ganze Welt genesen lassen will, aber ignoriert, dass es außerhalb des kleinen Deutschlands auch noch Funktionslogiken gibt, die nicht deswegen vergehen, weil man sich die Welt anders vorstellt, als man sie aus dem eigenen Bereich kennt. Obendrein prägt die Geschichte unseres Landes und das Selbstverständnis und auch die Politik unseres Landes bis heute, dass lange Zeit in Deutschland und inzwischen wohl wieder Kulturnation und Staatsnation nicht identisch waren. Es ist in Deutschland ja der Staat nicht auf der Ebene jenes Gebiets entstanden, das sich als Deutsch verstand, sondern Deutschland bestand aus vielen Staaten und viele Deutsche lebten in ganz anderen Staaten, in ganz anderen Reichen, in Russland, in Ungarn, in Polen, sodass das Selbstverständnis der Deutschen lange Zeit war, das, was uns verbindet, ist die deutsche Sprache, ist deutsche Kultur, protestantisch, katholisch, wie auch immer geprägt, aber nicht ein gemeinsamer Staat. Einen gemeinsamen Staat gibt es ja erst seit 1871. Sodass niemals ein Denken wie in Frankreich entstand, dass Frankreich der Staat aller Franzosen ist und wer auf französischem Staatsgebiet lebt und Franzose sein will, dann ist der eben Franzose, ganz gleich, welche sonstigen kulturellen Prägungen er hat. Weil die Franzosen sich obendrein seit der Revolution auch gar nicht mehr vorstellen konnten, dass es ein begehrenswerteres Ziel auf der Erde geben könnte, als die französische Kultur sich anzueignen und perfekt selbst an den Tag zu legen. Also das Auseinanderfallen von Staat und Kultur prägt Deutschland und die zeitgenössische Ausprägung all dessen ist unschwer zu erkennen. Das Beharren darauf, dass das, was die Deutschen verbindet, im Grunde nur die Verfassung ist und das Wertschätzen der Verfassungsprinzipien. So etwas wie eine deutsche Kultur gäbe es nicht, oder wenn es sie gäbe, wäre es zumindest nicht wert, weiterhin fortgepflanzt zu werden. Und man brauche auch gar keine gemeinsame Kultur. Man habe ja das gemeinsame Grundgesetz. Und da merken Sie viele deutsche Eigentümlichkeiten. Ein idealistisches Denken, das von einem Extrem ins andere fällt.
Lange Zeit war Deutschland sozusagen nur eine Kulturnation ohne Staat. Jetzt will Deutschland eine Staatsnation ohne gemeinsame Kultur sein, sofern diese über die Akzeptanz der Spielregeln und Leitgedanken des Grundgesetzes hinausginge. Auch dieses Leiden der Deutschen an ihrer Nation hat viel tiefere Wurzeln als die Katastrophe des Nationalsozialismus, die freilich der zentrale Schlüssel zum Verständnis deutscher Staatlichkeit und deutschen Selbstverständnisses ist. Ferner prägte Deutschland die Einigung durch Preußen. Preußen ein Staat, dessen Leitgedanke war, der Staat muss funktionieren. Ganz gleich, ob nun Deutsche oder Franzosen oder sonstige Polen auf diesem Staatsgebiet leben, solange sie der Macht des Staates, der Autorität staatlicher Führung folgen, ist es okay. In dieser Weise ist Preußen im Grunde der Vorläufer der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Ganz gleich, was jemand kulturell ist, solange er den Geboten des Staates folgt, gehört er dazu. Das war irgendwo die unerhörte Modernität Preußens, die dann auch jede Menge an kultureller und wirtschaftlicher und technischer Kraft freigesetzt hat. Und eben diese Modernität Preußens, die machte diesen Staat immer größer und setzte ihn in die Lage, Österreich aus dem Deutschen Reichsverband zu vertreiben und die Einigung Deutschlands zu übernehmen. Das Problem bei Preußen war nur, dass es sich verfassungspolitisch nicht modernisiert hat. Die Preußen waren so zufrieden und so stolz auf ihren Staat, dass sie die Idee nicht fassen wollten, dass man einen erfolgreichen Militär- und Junkerstaat liberalisieren müsste. Dass an die Stelle des Dreiklassenwahlrechts ein faires allgemeines Wahlrecht treten müsste. Dass man an die Stelle der persönlichen Monarchie des preußischen Königs, der ab und zu oder einmal eine Verfassung oktroyiert, eine parlamentarische Regierungsweise setzen sollte. Kurzum, Preußen blieb im Reichsverband bis zur Revolution von 1918 rückständig. Nicht ganz rückständig wie die mecklenburgischen Herzogtümer, aber im Vergleich zum Rest Deutschlands doch sehr. Und dann prägt Deutschland, ich deutete es schon an, die Dreifachkatastrophe von Ersten Weltkrieg, nationalsozialistischer Diktatur und Zweiten Weltkrieg. Die Scheußlichkeiten insbesondere des Nationalsozialismus und seines Krieges muss ich hier nicht ausführlich vor Augen führen. Das Ergebnis all dessen ist eine schwer traumatisierte Nation, die sich mindestens bis zur Sommermärchen der Fußball-Weltmeisterschaft von 2006 nicht mehr mochte und selbst damals erschrak, als viele Leute in Schwarz-Rot-Gold auftauchten. Eine Nation, die ein schlechtes Gefühl hat, wenn sie an sich selbst denkt, die weitgehend aus Negationen lebt, nie wieder. Und bei der es als ganz normal gilt, dass bei Demonstrationen gerufen wird, nie wieder Deutschland oder Deutschland verrecke oder Deutschland du miese Stück, SCHEISZE. Das wird wahrscheinlich noch etliche Jahrzehnte lang so anhalten. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Deutschen die Idee des Multikulturalismus so begeistert aufgefasst haben. Endlich werden wir Deutschen unsere schlimme deutsche Nationalität los. Wir wollen die europäische Einigung, denn dann können wir auf der einen Seite Rheinländer und Hanseaten und Pfälzer sein, auf der anderen Ebene Europäer. Und wir müssen uns nicht mehr in die Tradition dieses so furchtbaren Deutschlands stellen, bei dem alle Wegweiser auf die Nazis und ihren Verbrecherkrieg hingewiesen haben. Ja, das sind diejenigen Faktoren, die von der Geschichte her unser Land bis heute prägen. Und ich hoffe, Sie sind jetzt in der Lage, in vielen politischen Spielzügen, in vielen politischen Debatten zu sehen, was denn an historischen Bestimmungsgründen hinter Ihnen liegt. Schauen wir uns nun an, wie dieses Land ganz konkret zustande kam, nach 1945. Was ist die Lage Deutschlands? 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg ist der schlimmste Tiefpunkt deutscher Geschichte seit dem Dreißigjährigen Krieg erreicht. Ob das noch schlimmer war als damals, muss man nicht entscheiden. Es war der schlimmste Tiefpunkt und es ist ohnehin der schlimmste Tiefpunkt, denn je eine moderne Nation hat über sich ergehen lassen müssen und selbst für sich verschuldet hat. Deutschland ist materiell zerstört, nicht jede Stadt, aber sehr, sehr viele der großen Städte. Deutschland ist moralisch zerstört,
im Grunde bis heute. Es ist die deutsche Staatlichkeit zerstört. Ein Viertel des Reichsgebietes wird abgegrenzt. Deutschland wird aufgeteilt in die Besatzungszonen, von denen eine sich dann 40 Jahre lang ohnehin selbstständig macht. Und es ist außerdem das europäische Umfeld Deutschlands zerstört. Polen zu großen Teilen, Frankreich zu nennenswerten Teilen, Verwüstung auch in Italien, in Belgien und so weiter. Dass überhaupt auf diesen Trümmern so etwas wie die Europäische Union wachsen konnte, ist eines der ganz großen Wunderwerke der modernen Geschichte. Und erst vor dem Hintergrund merkt man, ein wie wertvolles Gut die Europäische Union ist. Und dass man sie auf keinen Fall irgendwie leichtfertig aufs Spiel setzen darf. Nicht durch Vernachlässigung und nicht durch Überforderung. Ja, wer ist schuld daran? In Nazi-Sicht natürlich Juden, Plutokraten und Kommunisten. Nicht in Nazi-Sicht muss man sagen, das alles wurde bewirkt durch die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, durch die Führungsgruppe der NSDAP, durch die Gefolgsleute, durch jede Menge von opportunistischen Glücksrittern und intellektuelle Abenteurer. Bitte nicht vergessen, die deutschen Universitäten der Weimarer Republik sind eine Hochburg des Nationalsozialismus. Wer fortschrittlich war, war Nationalsozialist und hat sich gegen die korrupten Träger der bestehenden Ordnung gewandt. Die Nazis waren eine sehr junge Partei, eine sehr junge Bewegung, deswegen auch so kräftig, machtvoll und desaströs. Und gestützt wurden sie dann noch von Millionen von Deutschen mit jenem Untertanenhabitus, der, wie ich es beschrieb, aus der Bewältigung der Katastrophe des 30-jährigen Krieges stammt, wo man dem Staat vertraut, dass er gute Politik macht. Und nachdem die Nazis versprachen, eine Volksgemeinschaft zu stiften, ohne Ansehung von Klassenunterschieden, von Standesunterschieden und obendrein technische Modernität praktizierten, haben Untertanen sehr leicht sich hinter die Fahnen der Nazis gestellt. Und wie es so häufig ist, am Schluss ist keiner dafür verantwortlich. Keiner konnte umhin. Das war die Lage. Und schauen wir uns nun die Zeitumstände näher an, in denen der neue deutsche Staat, der jetzt der gesamtdeutsche Staat ist, seine Prägung erfuhr. Es entsteht der heutige deutsche Staat gemeinsam mit der bipolaren Weltstruktur, mit den Machtzentren der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten. Jene bipolare Weltstruktur, die bis zum Zerfall der Sowjetunion 1990 besteht. Achtung, manche Leute glauben, der Ost-West-Konflikt habe angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein grotesker Irrtum. Der Ost-West-Konflikt beginnt mit der russischen Revolution von 1917, die nun ihrerseits ein vom Deutschen Reich herbeigeführter Regimewechsel gewesen ist, um nämlich Russland zum Frieden zu zwingen durch innenpolitische Destabilisierung, was auch aufging. 1917 gibt es den Friedensvertrag von Brest-Litowsk und neue Hoffnungen des Reiches, den Krieg zu gewinnen. Damals, mit der Entstehung des ersten kommunistischen Staates und dem gleichzeitigen Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, damals entsteht jener Ost-West-Konflikt, der dann lediglich durch den Rückzug der USA zur Völkerbundszeit und durch das von den Nazis erzwungene Bündnis zwischen westlichen Staaten und Sowjetunion überlagert worden ist. Und nach dem Ende dieser Überlagerungen bricht er aus, dieser Ost-West-Konflikt, und besteht bis zum Untergang der Sowjetunion weiter. Nach 1945 hat die Revolution von 1917 machtpolitischen Zugriff auf ganz Osteuropa und auf halb Mitteleuropa gewonnen. Dort, wo die Rote Armee war, dort blieb sie in der Regel auch. Einzige Ausnahme die Tschechoslowakei, wo die kommunistische Macht durch einen hausgemachten kommunistischen Putsch aufgerichtet 1968 verfestigt wurde und erst 1990 zu Ende ging. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Reaktion auf den Ausgriff sowjetischer Macht, stoppen die Amerikaner den Abzug ihrer Truppen aus Europa, engagieren sich neu, auch aufgrund des asiatischen Krieges gegen Japan steigen sie zur Weltmacht auf und bilden jene Konstellation, die in früheren Zeiten wie das Ende der Geschichte erschien,
Wann soll jeder Ost-West-Konflikt vergehen? Es wird doch keiner glauben, dass die Sowjetunion eines Tages nicht mehr besteht. Glauben Sie niemals zu fest an Selbstverständlichkeiten der Gegenwart und auch an die Gute nicht. Auch alles Gute ist ständig bedroht. Das Zweite, was die Zeitumstände prägt, ist das, was man nennen kann, das Ende des europäischen Bürgerkrieges. So bezeichnet man sehr häufig den europäischen Krieg seit 1914. Vor dem Krieg von 1914 bis 18 gibt es in Europa vielfach das Gefühl, wir haben so viele Spannungen und Konflikte, es braucht endlich ein reinigendes Gewitter. Und unglaublich viele in Europa haben den Ersten Weltkrieg als reinigendes Gewitter begrüßt und merken dann, dass es der erste absolut furchtbare Krieg gewesen ist, der uns jetzt viel harmloser vorkommt, weil der Zweite Weltkrieg gefolgt ist. Er war aber nicht harmlos. Er war eine Scheußlichkeit sondergleichen. Folglich ist nach dem Ersten Weltkrieg auch kein Friedensvertrag zustande gekommen, mit dem alle einverstanden gewesen wären. Die Österreicher nicht, die Ungarn nicht und die Deutschen schon gleich gar nicht. Weswegen schnell eine Politik des Revanchismus um sich griff. Und weswegen viele in Deutschland den Zweiten Weltkrieg samt dem schnellen Sieg über Frankreich als Wiederherstellung von Gerechtigkeit empfunden haben. Bis hin zu dem Punkt, dass Hitler den Friedensvertrag mit Frankreich in dem gleichen Salonwagen unterzeichnen ließ, in dem das deutsche Heer seine Kapitulation gegenüber Frankreich am Ende des Ersten Weltkrieges unterzeichnet hatte. Beide Kriege von 1914 bis 1945 muss man im Zusammenhang sehen. Und dann erkennt man, dass es wirklich ein europäischer Bürgerkrieg gewesen ist. Im Grunde der letzte Kampf um Gleichgewicht und Hegemonie in Europa. Der Versuch Deutschlands, Europa auf Dauer zu dominieren und der Versuch der anderen europäischen Staaten, eine solche Dominanz zu verhindern, auch durch Verkleinerung von Deutschland später nach dem Zweiten Weltkrieg, durch Spaltung des Landes. Die Staaten waren allesamt erschöpft und folglich kamen, Gottlob, viele wichtige Politiker auf die Idee, dass man Frieden stiften müsste. Eine Lösung zur Friedensstiftung war die traditionelle: ein großer deutscher Machtblock in der Mitte des europäischen Kontinentes sollte nicht mehr sein. Auch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen die Abtrennung der Ostprovinzen vom Deutschen Reich. Auch deswegen die Teilung Deutschlands genau in der Mitte Europas zwischen dem östlichen und dem westlichen Machtblock, die einander in Schach hielten und auf diese Weise tatsächlich einen sehr verlässlichen Frieden gewährleisteten. Ansonsten war offenkundig, dass die eigene Kraft der europäischen Staaten nachhaltig geschwächt war. Es ist kein Zufall, dass die europäischen Kolonialreiche der Holländer, der Briten, der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenbrechen. Dass es keine Kraft mehr gibt, die Kolonialreiche zu halten. Dass mit dem Zweiten Weltkrieg ein ganz klein wenig Zeit verzögert die Epoche der Entkolonialisierung einsetzt. Weil einfach die Voraussetzungen nicht mehr da waren, jene europäische Machtstellung über die Welt aufrechtzuerhalten, die das 19. Jahrhundert gekennzeichnet hatte. Und in dieser Lage der allseitigen Schwächung hat dann auch der Gedanke eine Chance, dass man vom Krieg und Konflikt zur Einigung zu friedlichen Institutionen kommen müsste, wie sie dann in Gestalt der Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Wirtschaftsgemeinschaft und so weiter entstanden sind. Ferner prägt sich in Deutschland das traditionelle deutsche Staatsdenken um, mit neuen Akzenten, teils auf alten Grundströmungen, teils wirklich mit Neuentwicklungen. In der DDR setzt sich im Grunde klassisches deutsches Staatsdenken am deutlichsten durch. Nämlich der Glaube an den Wert eines starken Staates, auf den man als Bürger vertrauen kann, wenn er gut regiert wird, das heißt von den Richtigen, von den Guten regiert wird. Und nachdem in Selbstsicht des Marxismus-Leninismus die Geschichte eine notwendige Folge hat und mit der Übernahme der Macht durch eine marxistische-leninistische Partei der Arbeiter das Ende der Geschichte und die vollkommene gesellschaftliche Formation auf den Weg gebracht ist, war völlig klar, die DDR ist ein guter Staat. Sie überwindet den Faschismus, sie bringt Deutschland endlich Gutes. Und deswegen ist ein starker Staat kein Problem. Der starke Staat ist die Vorbedingung dafür, dass es gut weitergeht, wie nach dem 30-jährigen Krieg. Im Westen verbindet sich
auch und ganz stark aufgrund der Attraktivität des amerikanischen Modells, freilich auch auf Traditionen einer Beeinflussung durch englisches Verfassungsdenken bereits im 19. Jahrhundert, verbindet sich die liberale politische Theorie der angelsächsischen Staaten mit Pluralismusgedanken und der Vorstellung, dass der neue deutsche Staat nicht mehr das ewig Gute verwirklichen sollte, sondern ein Gehäuse sein sollte, in dem freie Menschen, hoffentlich verstandesgeleitet, darum ringen würden, Entscheidungen zu treffen, von denen sie glaubten, sie bekämen ihnen. Der Staat als Gehäuse von Pluralismus, von Liberalität. Das akzentuiert in Westdeutschland das Staatsdenken, prägt freilich nicht die gesamte Gesellschaft. Hier gibt es lange, bis in die 70er Jahre hinein, sehr starke, weiter wirkende Bestände an traditionellem autoritären Denken. Und es ist bis heute nicht ganz sicher, dass alle, die fortschrittlich denken, sich von autoritären Denkmustern befreit haben und dass fortschrittliches Denken einherginge mit der Vorstellung, dass das, was gut ist, in einem offenen Diskurs entwickelt werden müsste und nicht einfach mit Gewalt anderen aufzudringen und zu zwingen wäre. Wie konkret sah dann der Weg zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland aus? Und Achtung, hier gibt es die ein oder andere Geschichtslegende, die wir im Weg der Darstellung hoffentlich beseitigen können. Die Lage ist also die, dass die vier Besatzungsmächte ihre Besatzungszonen regieren, dass in Deutschland Hunger herrscht, dass die wirtschaftliche Produktion nicht richtig in Schwung kommt, dass die Besatzungsmächte eine Menge Geld dafür bezahlen müssen, in Deutschland halbwegs die Ordnung zu stabilisieren. Sodass die Besatzungsmächte zum Schluss kamen, warum sollen wir für diese dämlichen Deutschen bezahlen? Wäre es nicht besser, die würden sich endlich selber anstrengen und wieder selbst etwas erwirtschaften? Das wollten freilich auch viele Deutsche. Außerdem war die Vorstellung seitens der ja inzwischen bestehenden Länder mit ihren Parlamenten und ihren Regierungen und ihren Regierungschefs da, dass ja irgendwann wieder ein deutscher Staat und eine gemeinsame deutsche Regierung aufzurichten wäre. Und hier ergreifen die einzig deutscherseits dafür legitimierten Leute die Initiative, nämlich die Ministerpräsidenten. Sie treffen sich im Juni 1947, zwei Jahre nach Kriegsende. Und einen Tag lang dürfen auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten dabei sein. Nicht, weil die westdeutschen Ministerpräsidenten, also die der westlichen drei Besatzungszonen, sie nicht dabei haben wollten, sondern weil gleich, nachdem sie aufgeschlagen waren, der Befehl aus Ost-Berlin, sagen wir, kam, sofort wieder zurückzureisen und nicht gemeinsame Sachen mit denen zu machen, die von den westlichen Besatzungsmächten abhängig waren. Das scheitert also. Deutschland sollte ja regiert werden gemeinsam von den vier Siegermächten, wozu unter anderem ständige oder wiederholte Außenministerkonferenzen beitragen sollten, wo man sich verständigte, wie geht es jetzt weiter mit einer Neubelebung staatlichen Lebens in diesem Trümmerhaufen. Das ging allesamt nicht gut, weil die Interessen der Siegermächte ziemlich unterschiedlich waren. Und die fünfte Außenministerkonferenz im November, Dezember 1947 scheitert über Fragen, wie soll denn Deutschland verwaltet werden? Soll es ein einheitliches deutsches Wirtschaftsgebiet geben? Soll das wirklich auch die sowjetische Besatzungszone erfassen, wo man ja Sozialismus einzuführen begonnen hatte mit Vergesellschaftung der Produktionsmittel, Enteignung der Junker und so weiter, was er mit westlichen Vorstellungen von einem funktionierenden Wirtschaftssystem nicht vertrug. Und es gab Streit über die Frage der Reparationen. Wer hat was zu bezahlen und in welcher Weise bezahlt man? Einer der Leitgedanken war, dass Lebensmittel aus der DDR, der späteren, aus der sowjetischen Besatzungszone, in den Westen geliefert, Industriegüter vom Westen in die sowjetische Besatzungszone geliefert würden. Aber da gab es Unstimmigkeiten und konfligierende Interessen, die jetzt alle im Detail nicht interessieren. Es scheitert auch diese Außenministerkonferenz. Und die Frage lautet nun, wie soll es weitergehen? Und die westlichen Mächte, die kamen irgendwann zum Schluss, die Sowjetunion will etwas anderes, weder eine kapitalistische Wirtschaft
durch eine westlich-liberale Demokratie. Außerdem war die sowjetische Expansion in der Türkei, in Griechenland fortgeschritten. Die kommunistische Revolution in der Tschechoslowakei stand sozusagen in Geburtswehen, sodass ohnehin der Ost-West-Konflikt aufgezogen war und man der Sowjetunion nicht mehr über den Weg traute und umgekehrt freilich auch nicht. Folglich beschließen die westlichen Alliierten, einen westdeutschen Teilstaat zu gründen und diesen westdeutschen Teilstaat dem westlichen Ordnungssystem anzuschließen. Das missfällt naturgemäß der Sowjetunion. Sie verlässt das gemeinsame Gremium, das in Deutschland eingerichtet war, nämlich den Alliierten Kontrollrat in Berlin. Obendrein ist lange schon vorbereitet gewesen, in den westlichen Besatzungszonen eine Währungsreform, um das Wirtschaftsleben mit einer verlässlichen Währung wieder in Gang zu bringen, was ja dann auch funktionierte und welche Details ich jetzt auch nicht behandeln will. Die Sowjetunion reagierte auf diesen, wie ihr schien, unfreundlichen Akt, indem sie zu erkennen gibt, dass sie sich nicht alles gefallen lässt. Zwischen dem Juni 1948 und dem Mai 1949 blockiert sie sämtliche westlichen Land- und Wasserwege nach Berlin. Berlin, eine sehr große Stadt, ein Trümmerhaufen, ohne eigene Landwirtschaft, ohne eigene Industrie, das ohne Versorgung aus der Luft schnell zusammengebrochen wäre. Und das ist wiederum eines der Schlüsselereignisse der neueren deutschen Geschichte. Die westlichen Besatzungsmächte, nicht aus purer Menschenfreundlichkeit, sondern um der Sowjetunion zu zeigen, man wird nicht zurückweichen, versorgen Berlin über dieses knappe Jahr aus der Luft und werden auf diese Weise, wie es die Formel besagt, von Feinden über Besatzer zu Freunden, auf die man sich verlässt. Was das ganze Klima der Gründung eines Weststaates sehr verändert hat. Am 1. Juli, Berliner Blockade läuft, Unterstützung der Westmächte hinsichtlich der Bevölkerung der alten narzisstischen Reichshauptstadt läuft weiter. Am 1. Juli fängt der konkrete Staatsgründungsprozess an, in dem nämlich die westdeutschen Ministerpräsidenten nach Frankfurt einbestellt werden und die Militärgouverneure den Ministerpräsidenten die sogenannten Frankfurter Dokumente übergeben. Das sind sozusagen Befehle zur Gründung eines neuen Staatswesens. Konkret, es ist die Aufforderung an die westdeutschen Ministerpräsidenten, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen und am Ende der Beratung dieser verfassunggebenden Versammlung eine deutsche Verfassung ausgearbeitet zu haben, eine Verfassung, die anschließend durch Volksentscheid anzunehmen wäre. Das sollten die Ministerpräsidenten machen. Und da kriegten sie von den Siegermächten auch noch einige Vorgaben. Es sollte in der Verfassung ein demokratischer Staatsaufbau vorgesehen sein, im Sinn westlicher Demokratien. Es sollte in Deutschland Föderalismus vorgesehen sein, anders als das Nazireich, mit einer Neugliederung der Länder, wobei viele Länder ja von den Besatzungsmächten schon geschaffen waren. Es sollte die Verfassung die individuellen Rechte und Freiheiten der Deutschen sichern. Und obendrein, die Besatzungstruppen blieben ja, wurde den Ministerpräsidenten der Entwurf bzw. der Ausgangstext eines Besatzungsstatuts übergeben. Das, was inhaltlich vorgegeben wurde, das war nichts, was man den deutschen Ministerpräsidenten aufzwingen musste. Genau das wollten sie, eine Demokratie mit Föderalismus und Sicherung individueller Rechte. Das Problem der Ministerpräsidenten war ein ganz anderes. Den Ministerpräsidenten war nämlich völlig klar, dass auf der einen Seite es wünschenswert war, gewiss, dass wieder staatliche Handlungsfähigkeit von Deutschland entstünde. Dass es also gut war, einen neuen Staat zu gründen, denn genau das hatten die ja schon im Jahr zuvor mit der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz versucht. Aber die Ministerpräsidenten sahen völlig klar, dass die Gründung eines Weststaates die staatliche Spaltung Deutschlands auf unabsehbare Zeit bewirken würde. Achtung, die Sowjetunion blockiert gerade Berlin, ist stinkesauer wegen der Währungsreform. Der Ost-West-Konflikt steigt auf neue Temperaturspitzenwerte. Es war völlig klar, jetzt einen westdeutschen Staat zu gründen, führt dazu, dass Deutschland auf unabsehbare Zeit, hoffentlich kurz, womöglich länger, gespalten wird. Und das wollte man nicht. Ja, wie zieht man sich aus so einem Dilemma?
Der Ausweg der Ministerpräsidenten bestand darin, erstens den Auftrag anzunehmen und zu erfüllen, aber bei der Erfüllung des Auftrages so gut wie möglich durch symbolisches Handeln zum Ausdruck zu bringen, dass diese Staatsgründung bloß provisorisch gedacht war. Dass nicht ein endgültiger westdeutscher Staat entstehen sollte, sondern bloß ein provisorischer. Und wie machten das die Ministerpräsidenten, als dann sie den Weg der Verfassungsgebung auf den Weg brachten? Sie sagten, wir arbeiten zwar eine Verfassung aus, aber wir nehmen keine verfassungsgebende Nationalversammlung. Wir berufen einen parlamentarischen Rat ein, aus gewählten Vertretern der deutschen Parlamente, die es schon gibt. Wir machen auch keine Verfassung. Das heißt, wir machen schon eine Verfassung, wir nennen sie aber ein Grundgesetz. Um klarzumachen, eines Tages machen wir dann wirklich eine Verfassung, insbesondere wenn die bestehende nichts taugen sollte. Und ansonsten wollte man das Grundgesetz ausdrücklich als provisorisch erklären und mit einem Wiedervereinigungsauftrag versehen. Das besagte auch die Präambel des Grundgesetzes, bis diese Präambel nach der Wiedervereinigung verändert wurde. Lustigerweise, ja, und man machte keine Volksabstimmung, um klarzumachen, das ist ja bloß eine provisorische Verfassung, keine dauerhafte. Eine dauerhafte, da müsste das Volk abstimmen, bestimmt. Aber wir machen ja nichts Dauerhaftes. Wir wollen ja Deutschland nicht spalten. Das Ironische ist, dass viele Deutsche, die nicht hinlänglich historisch und zeitgeschichtlich gebildet sind, aus diesem symbolisierenden Verfahrenstrick der Ministerpräsidenten ableiten, Deutschland hätte gar keine Verfassung. Die Verfassung, die wir hätten, sei einfach von den Siegermächten gegen den Willen des deutschen Volkes aufgezwungen. Und sie wäre uns so fremd, dass man gar nie den Mut gehabt hätte, sie den Deutschen zur Annahme oder Ablehnung vorzulegen. Und dann macht man Argumente wie die Reichsbürger, dass wir gar kein Staat wären, oder Argumente wie andere, nicht ganz auf der Höhe des Arguments sich befindliche, die sagen, wir leben in einem verfassungswidrigen Zustand, denn die Deutschen müssten ja nach Artikel 146 Grundgesetz eine neue Verfassung machen. Müssen sie nicht. Können sie. Tun sie aber nicht, weil sie ziemlich zufrieden sind mit dem Grundgesetz, das damals gemacht wurde. Wie entstand dieses Grundgesetz? Dieses Grundgesetz, das den provisorischen Charakter auch noch dadurch zum Ausdruck brachte, dass ausdrücklich im alten Artikel 23 drinnen stand, dass dieses Grundgesetz in jenen Teilen Deutschlands in Kraft zu setzen ist, die jetzt an der Entstehung des Grundgesetzes nicht mitwirken konnten, aber später dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten sind. Ein Artikel, der nach der Wiedervereinigung natürlich abgeschafft wurde, weil es keine weiteren Teile Deutschlands mehr gibt, die beitreten könnten. Wie also entstand dieses Grundgesetz konkret? Man berief ein, was heißt man, die Ministerpräsidenten beriefen ein, eine Menge von Gelehrten, Staatsrechtlern, hohen Verwaltungsbeamten, auf Schloss Herrenchiemsee, beziehungsweise nicht in Schloss, sondern in die daneben gelegene Klosterwirtschaft. Ein Expertenkomitee, einberufen von den Regierungschefs der Länder. Und dieses Expertenkomitee, aus dem viele später führende deutsche Staatsrechtler hervorgegangen sind, das erarbeitet einen Verfassungsentwurf. Und dieser Verfassungsentwurf ist dann später in Bonn den Beratungen des Parlamentarischen Rates zugrunde gelegt worden und ist weitgehend zum heutigen Grundgesetz geworden. Also wenn Sie den Geburtsort des Grundgesetzes aufsuchen wollen, waren Sie in schöne Bayern, auf der Insel Herrenchiemsee, aber nicht in Schloss, sondern in das alte Kloster dort. Nachdem der Entwurf des Grundgesetzes fertig war, tritt zusammen, während die Berliner Blockade weitergeht und der Kalte Krieg neuen Temperaturen entgegengeht, tritt in Bonn der Parlamentarische Rat zusammen. Er besteht aus gewählten Vertretern der Westdeutschen Landtage. Hier sehen Sie, welche Parteien dabei waren, im Wesentlichen jene, die auch heute noch politisch wichtig sind. Die beraten zwischen September 48 und Mai 49. Sie bedenken das Schlussdatum. Es ist genau der Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Da sollte der Staatsgründungsprozess abgeschlossen sein. Der Verhandlungsstil im Parlamentarischen Rat, er war sehr pragmatisch.
Man hat die grundsätzlichen Fragen intensiv erörtert, weil man Verbesserungen im Vergleich zur Weimarer Reichsverfassung machen wollte. Folglich bemühte man sich, deren hauptsächlichen Fehler gut zu verstehen. Aber die Details, insbesondere so knifflige Fragen wie das Wirtschaftssystem, die klammerte man aus. Und überhaupt waren die Beratungen durch 2 bis 3 Faktoren sehr erleichtert. Erstens gab es einen Konsens darüber, was man wollte. Man wollte auf keinen Fall so etwas wie das Nazireich wieder haben, noch so etwas wie die sowjetische Besatzungszone, die im gleichen Zeitraum von der Sowjetunion zur Deutschen Demokratischen Republik weiterentwickelt wurde. Antitotalitärer Konsens hieß das, man will nie wieder ein politisches System, das dem Staat den Zugriff sozusagen auf den Bürger in seiner Gänze mit seinen innersten Überzeugungen und äußeren Verhaltensweisen zulässt. Und dieser antitotalitäre Grundkonsens, er war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, auch nicht von den beiden Kommunisten, die im Parlamentarischen Rat waren. Nie wieder Totalitarismus, ganz gleich ob braun oder rot, das war die Formel, die ein jeder dort unterschrieb. Und man wollte Konsequenzen daraus ziehen, dass die Weimarer Verfassung so leicht Platz einer Diktatur machen konnte und auch den Maßnahmenstaat der Nazis nicht hat verhindern können. Obendrein erleichterte es den Verhandlungsstil, dass die Beteiligten ja nicht wussten, dass die Verfassung jahrzehntelang halten würde und wahrscheinlich, wie es die meisten hoffen, die letzte Verfassung sein wird, die sich Deutschland zulegt. Sie hatten den Eindruck und die feste Überzeugung, nur an einem Provisorium zu arbeiten. Und wenn man nur etwas provisorisch macht, muss man sich nicht in alle Verästelungen hineinbegeben. Freilich hätte einem damals schon die Erfahrung sagen können, dass nichts haltbarer ist als ein Provisorium. Und so ging es dann auch mit dem Grundgesetz. Und obendrein, wie ich es vorhin schon sagte, wurden besonders umstrittene Themen ausgeklammert, etwa die Wirtschaftsordnung, wo SPD und CDU sehr, sehr verschiedene Vorstellungen hatten. Warum klammerte man das aus? Sowohl die Schwarzen glaubten, dass sie die erste Bundestagswahl gewinnen würden, als auch die Sozialdemokraten. Und beide großen Lager sagten sich, warum sollen wir uns jetzt bei der Verfassungsgebung zerstreiten, wenn wir anschließend, wenn das System gemäß der Verfassung arbeitet, mit einer parlamentarischen Mehrheit ohnehin unsere Vorstellungen durchsetzen können. Und so hat Pragmatismus sich gut durchgesetzt. Was waren die Hauptstreitpunkte? Sie betrafen das Erziehungswesen. Die CDU setzte das Elternrecht auf freie Schulwahl und auf obligatorischen Religionsunterricht durch gegen SPD, FDP und KPD, die eine strikte Trennung von Religion und Staat wollten. Und das wirkt nach in den Verfassungen von Bremen, Berlin und Brandenburg. Nächster Streitpunkt war der Föderalismus. Nämlich, wie sollten die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ausgestaltet werden? Sollte das wesentliche Geld bei den Ländern liegen oder beim Bund? Und wie sollte das Verhältnis von Ländern und Gesamtstaat staatsrechtlich organisiert werden? Sollten die Länder als Länder die Politik des Gesamtstaates mitgestalten oder sollten die Länder einfach Abgeordnete wählen in eine zweite Kammer des deutschen Parlaments? An dieser Stelle setzen die Unionsparteien gemeinsam mit den Alliierten einen starken Föderalismus durch mit dezentralisierten Finanzzuständigkeiten. Die SPD versuchte, wo immer es ging, einen starken Zentralismus hinzubekommen. Und unterm Strich einigte man sich dann auf den typischen Kompromiss. Die Länder- und Bundesfinanzen wurden so stark wie nur möglich miteinander verflochten, sodass wir inzwischen lauter Finanzreformen machen, um sie wieder zu entflechten, weil sie das nicht als sehr vorteilhaft erwiesen hat. Aber sie sind nach wie vor zentralistisch verflochten. Und bei der Mitwirkung der Länder an der Politik des Gesamtstaates setzte sich die Union durch. Sie hat den klassischen deutschen Bundesrat wieder ins Leben gerufen, den schon das Kaiserreich hatte, als gesamten Kongress der Gliedstaaten und hat sich dagegen gewandt, wie die USA, einen Senat einzurichten. So viel zu den Hauptstreitpunkten und jetzt können wir die Bundesrepublik Deutschland noch fertig gründen. Nachdem der Parlamentarische Rat am 8. Mai das Grundgesetz verabschiedet hatte, mussten die deutschen Landtage, von denen ja die Legitimität der Staatsgründung ausgegangen war, sich dazu verhalten. Und es wurde das Grundgesetz dort zur Abstimmung gestellt. Alle stimmten zu, mit Ausnahme der Bayern.
Die Bayern deswegen, weil ihnen A, das Grundgesetz nicht föderalistisch genug zu sein schien, insbesondere die Finanzverfassung, und B, weil sie ja wussten, dass die anderen ohnehin das Grundgesetz annehmen, sodass es nicht riskant war, die Sache abzulehnen. Das ging tatsächlich besser aus als damals die Brexit, als ein wenig später die Brexit-Abstimmung. Am 23. Mai, ein Tag, von dem ich lange Zeit hoffte, er würde der deutsche Nationalfeiertag, tritt dann, nachdem alle Landesparlamente zugestimmt haben, das Grundgesetz in Kraft, wird dann feierlich unterzeichnet von allen außer den KPD-Abgeordneten, ist freilich beschränkt auf die Länder der westlichen Besatzungszone. Und für die westlichen Sektoren Berlins galt eine Sonderregelung. Sie durften ja bis zum Ende der deutschen Teilung, die westlichen Sektoren von Berlin, nicht von Westdeutschland aus regiert werden. Es galten auch die Gesetze des Bundestages nicht für Berlin. Es stimmten auch die Abgeordneten aus Berlin im Deutschen Bundestag nicht mit vollem Stimmgewicht oder überhaupt mit Stimmgewicht bei Gesetzesbeschlüssen mit, sondern die Gesetze, die der Bundestag machte, mussten erst vom Berliner Abgeordnetenhaus übernommen werden durch einen eigenen Gesetzgebungsbeschluss, was freilich regelmäßig und vollständig und ohne Diskussion erfolgte. Ja, auf der Grundlage dieser in Kraft getretenen Verfassung wird dann am 14. August die erste Bundestagswahl durchgeführt. Am 7. September konstituiert sich der erste deutsche Bundestag. Am 15. September wird der erste Kanzler gewählt und der regiert dann gleich 14 Jahre lang. Und es beginnt in gigantischen Trümmerbergen ein gesellschaftspolitisches Experiment, das erfolgreicher nicht hätte sein können. Es entsteht ein Staat, der mächtigste Europas wieder geworden ist, der moralisch sich im letzten Jahr sogar zu einer Vormacht hat aufschwingen wollen, besser moralisch als jeder andere Staat. Ein Staat, auf dessen vernünftige Führungsleistung alle europäischen Nachbarstaaten warten. Ein Staat, der so begehrenswert ist, dass viele Menschen in diesen Staat gerne einwandern würden. Ein Staat, freilich dessen Bevölkerung sich selbst noch so richtig mag. Aber das hat mit den Dingen zu tun, die ich zuvor über Nationalsozialismus sagte. Unterm Strich ist aus dieser Staatsgründung unter schlimmen Umständen etwas ganz wahnsinnig Großartiges geworden. Und folglich können wir immer mit ziemlich guten Gefühlen an das Staatswesen Bundesrepublik Deutschland denken. Das nächste Mal schauen wir uns an, warum es so erfolgreich wurde. Tschüss, bis nächste Woche.